Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Tomb Raider. Wir sind im Custom Level The Seraph Monastery, also in der im Kloster des Seraphen. Ich nehme mal ein kleines Medipack. In der letzten Folge haben wir uns hier so ein bisschen umgeschaut, sind ganz gut vorangeschritten und hier unten geht es weiter mit einem ersten Wasserrätsel. Schauen wir mal, wohin uns das bringt. Hoffentlich nicht zum Tod. Nee, da ist schon wieder Wasser. Was suchen wir? Ja, wir haben letzte Folge eine Tür geöffnet mit zwei Edelsteinen. Mit Hilfe von den zwei Edelsteinen. Da unten ist ein kleines Tor. Ja, was suche ich denn? Ich suche insgesamt noch zwei Mönchstrommeln. Wie komme ich nie wieder raus? Hier ist überhaupt nicht. Ich suche zwei Mönchstrommeln. Und einen Schlüssel. Ich suche noch einen Schlüssel, weil ich habe ja noch in diesem einen Vorhanglabyrinth. Was ist das hier für ein Raum? Da habe ich noch ein Schlüsselloch. Irgend so einen weißen Schlüssel, der irgend so eine Klappe öffnet. Okay, ich merke mir mal dieses Tor. Vielleicht öffne ich das ja irgendwo anders. Verdammt, wo muss ich jetzt wieder hin? Wo ist der Weg zurück? Da hinten. Hier ist also erstmal noch nichts, nur dieses verschlossene Teil. Dann müssen wir hier wieder raus. Einen Hebel habe ich jetzt auch nicht entdeckt. Nee, wir können raus. Zack. So. Ach so, ja. Da hoch, bitte, Lara. So, dann haben wir, glaube ich, da hinten noch einen Bereich. Den erschließe ich mal. Ah ja, stimmt, da oben. Ja, genau. Da unten ist ja quasi der Ort. Ja, richtig. So, ich meine, ich könnte hier hoch. Ja, der Sprung ist... Oder ist er das? Oh, Moment. Der sieht machbar aus. Na, ist er nicht. Okay, dann haben wir doch ein Problem. Wir sind wieder hier unten. Da hinten ist ja nichts. Hier ist auch kein Hebel. Okay, wird interessant. So, gleich hier die ersten paar Minuten schon haben wir wieder ein Problem, nämlich, dass wir hier nichts, ja, nichts finden, was zur Lösung beiträgt. Das könnte schwierig werden. Aber wir haben ja gerade erst angefangen, deswegen. Zack, genau, danke Lara. Muss ich mich nicht extra festhalten. So, es hat irgendwas mit diesem Raum zu tun. Kann ich denn... Da oben komme ich nicht hin. Schaffe ich das mit Anlauf? Das wäre... Ne, ist schwer zu sagen. Ich kann es nochmal probieren. Warte mal, vielleicht muss ich ja von diesem Teil hier springen. Das ist ein bisschen größer. Ja, es funktioniert. Und da oben Munition und ein Medipack. Ich hätte lieber eine Lösung... Ah, ein Hebel. Okay. Ich glaube, ich weiß, was dieser Hebel macht. Der öffnet bestimmt diese Luke da unten in dem Wasserbecken. Das vermute ich zumindest sehr stark. So, wie viel Uzi-Munition haben wir? 640. Ich denke mal, die rüste ich mal aus. Ich weiß nicht, wie ich hier oder ob ich hier sparen muss, aber jetzt gucken wir mal. Ein Hebel! Okay. Die große Tür ist offen. Okay, dann ist es so gemeint. Ich denke mal. Was will ich sagen? Uzi-Munition und Medipack, da kommen doch jetzt bestimmt Gegner raus. Oder? Wie springe ich jetzt am besten hier runter? Ohne dass ich da wieder ins Wasser muss. Will nicht ins Wasser. Cool, es hat geklappt. Oh, Mönche, könnt ihr bitte mitkommen? Ich habe jetzt Angst, dass da voll die krassen Gegner kommen. Aber wir haben ja. Wir haben ja ein großes Medipack eingesammelt und haben ja Uzis, also was soll uns passieren? Speichern. Hey, was soll uns passieren? Speichern, okay. Hier ist nichts. Gehen wir mal hier hoch. Steine? Nee. Wieder ein riesiger Bereich. Ach so, noch ein Schlüssel. Okay, wir brauchen einen weißen Schlüssel. Einen roten Schlüssel.
Wo auch immer wir die herbekommen. Was ist da unten? Das Wasser? Ja, das klang jetzt so, als wenn Wasser voll ungewöhnlich wäre. Nee, ich meine nur... Oh, fuck! Seht ihr das? Das sind diese Messer. Hier ist ja auch noch ein Bereich. So viele Türen. Moment mal. Ist da oben? Was ist da oben? Okay, nichts. Ich dachte, da wäre ein Stein. So, was ist hier? Eine Tür. Meine Güte. Nur verschlossene Türen etc. Oh Gott. Bitte nicht. Danke. So, ich weiß nicht, ob es was bringt, aber ich glaube, ich springe mal da runter in dieses Wasser. Weil hier ist sonst nichts. Diese Tür geht eventuell auf, wenn ich nah dran bin. Das kann sein, das glaube ich aber nicht. Doch. Ach so. Ich bin wieder im alten Raum. Ah, Abkürzung. Cool. Kann ich gut gebrauchen, denn wir müssen ja eh wieder in dieses Vorhanglabyrinth. Okay, dann würde ich sagen, ab ins Wasser. Über den Zaun können wir springen, das ist kein Problem. Zumal er hier eh abgeschnitten ist. Ich finde diesen Hintergrund ja so lustig mit diesen Sternen da. Und runter geht's. So, Fackel. Ui. Warum ist es hier so eng? Oh, Medipack. Und Muni. Schön. So ein Schlüssel fände ich auch nicht schlecht. Alter, ist das eng. Oh, Lara, gut, dass du so dünn bist. Okay, hier ist nichts mehr. Das war einzig für die Munition. Da ist nichts. Wie komme ich nie wieder raus? Hier vielleicht. Ja, und? Komm schon. Och, nichts. Da oben ist Luft. Ein Hebel. Yes. Hebel. Okay, das ist die Tür hinter diesen Säbeln, die sich, wie ihr gerade gehört habt, gerade aktiviert haben. Das ist kein Problem. Nur, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Kann man hier drauf stehen? Ja. So, ist hier noch irgendwo was? Sieht nicht so aus. Okay. Dann gehen wir mal hier hin. Na, oh, das ist zeitgesteuert. Das ist verdammt nochmal zeitgesteuert. Oh, shit. Warte mal, ich muss noch mal kurz hin. Ich will die Entfernung abschätzen. Das ist nicht ohne. Okay, kein Problem. Das ist also zeitgesteuert. Das ist krass. Oh, ich wollte da runter. Boah, zeitgesteuert, ey. Da verlangen die ja schon viel. Wie viele Fackeln habe ich? 17, da haben wir ein bisschen Nachschub. Okay, ich speichere beim... Hebel, das geht auf jeden Fall schneller. Okay. Speichern. So, das erste Zeiträtsel. Ich glaube, es ist das erste Zeiträtsel. Da bin ich mir nicht so sicher, aber geben wir unser Bestes. So, das ist schon mal ein guter Anfang. Jetzt schnell da hoch. Zack. Drehen. Ah, habe ich schon verkackt. Wir laden. Das Problem, was ich gerade hatte, ich weiß nicht, ob ich Anlauf brauche oder eben nicht. Beziehungsweise, wenn ich vielleicht Anlauf nehme und dann genau schon rennend auf die nächste Plattform komme, vielleicht habe ich ja dann... Ich probiere es einfach mal aus. Ja, klappt. So, jetzt bloß keinen Fehler bei den Dingern machen. Oh, perfekt. Ja, fast perfekt. Komm, das muss man schaffen. Ja. Was passiert jetzt? Sorry, wenn ich mal so hektisch... Oh, fuck. Schau dich das an. Nein, jetzt wollen die sowas von mir. Oh. Kann man das zerschießen? Moment. Ich glaube nicht. Ah, ihr Penner, ey. Okay. Eine nette Sprungaktion. Wir gehen mal wieder ganz nach oben. Eine nette Sprungaktion hier. Naja, was heißt nett? Da darf ich mich jetzt nicht verklicken. Das ist im Grunde genommen nicht so schwer. Das erfordert nur ziemlich viel Geduld. Ansonsten geht das schon. Das Blöde ist halt ein Fehler und ich bin weg.
Aber das kriege ich hin. So, jetzt müssen wir da hinten schräg springen. Oh Gott. Lara, bitte keinen Fehler machen. Ich muss unbedingt daran denken, mir einen neuen Controller zu holen. Weil ich meine, der hier, der ist schon so alt. Der ist wirklich alt. Er funktioniert, das ist gut. Aber er ist halt alt. Er ist halt alt. Okay. Seitwärtssprung. Oh, volle Pro-Move. Nein, war es nicht. Jetzt wollen die, dass ich da hinten rüberspringe. Oh Gott. Okay, ich speichere. Ich kann ja speichern. So. Das sollte aber funktionieren. Das muss nicht. Das klappt nicht. Was soll ich denn dann machen? Okay, vielleicht einfach geradeaus rüber. Das ist so ein bisschen eine optische Täuschung, wenn man das so nennen kann. Ach, das geht auch nicht. Was? Wie soll ich denn das machen? Hier. Da oben komme ich ja nicht dran. Nee. Muss ich vielleicht von da? Nein, das macht keinen Sinn. Ich muss da hinten rüber. Dann probiere ich mal was anderes. Ich probiere einmal Sonnensprung, ohne mich festzuhalten. Das klappt nicht. Dann gibt es noch so einen kleinen Trick, dass. Moment, ich versuche mal ganz hier am Rand. Nee, geht nicht. Ich probiere noch den Trick, wenn man einen Kopfsprung macht, dann ist man meistens noch ein Stück weiter. Oh, fuck! Ja, tot, schön. Nein, nicht so schön. Hä, aber irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss da doch rüber. Ich verstehe es einfach nicht. Okay. Da hoch, da hoch, hier hoch. Ich komme ja sonst nirgendwo anders hin. Hä? Ich würde jetzt sehr ungern in den Walkthrough schauen, aber es ist halt einfach sehr seltsam. Muss ich vielleicht von weiter? Nein, das macht keinen Sinn. Ich muss hier weiter. Ich komme auch nicht mehr aus dem Raum raus. Das ist ja das. Ist hier irgendwo so ein Hebel oder so? Nee. Ja, Laras Hände waren so nah dran, aber sie hält sich ja nicht fest. Okay, vielleicht nicht ganz so schräg springen. Ja, das ist jetzt ein Problem. Wenn meine Plattform, auf der ich jetzt stehen würde, wenn die ein bisschen weiter rechts wäre, dann wäre das ganz gut. Aber sie ist eben nicht weiter rechts. Muss ich vielleicht? Nee, das ist wieder so ein Pixelsprung. So. Okay, ich denke mal, das ist hier mein erster Kritikpunkt, weil an diesem Level, weil der Sprung wirklich sehr eklig ist. Ich weiß nicht. Es. Ah! Oh, es funktioniert. Kritikpunkt zurückgenommen. Das ist einfach nur eine Genauigkeitssache. Boah, das hätte mich ja jetzt genervt, wenn ich hier 80 Stunden an diesem blöden Sprung gesessen wäre. Und hierüber. Jetzt kann ich, glaube ich, ja, genau da hoch gleich. So. Jetzt kann ich da hoch, aber was bringt mir dann die Plattform da? Da liegt auch nichts drauf. Komisch, die kapiere ich nicht. So, was haben wir hier? Ah! Le Medipack. Hurra! Aha. Was ist da oben? So. Da oben über dem Medipack, da war so. Was, wie soll ich das sagen? Was ist denn das hier? Da war so großer Freiraum. Ich bin hier voll verwirrt so ein bisschen. Lara kommt da nicht durch. Okay, der Levelbauer hat einen Mist gebaut. Ich komme nicht an das Medipack. Das ist wieder so ein blöder Trick, oder was?
Was? Ich sehe überhaupt nichts. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Ja, ich glaube, das ist Rätsel. Ne, 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 ne. So, ich denke mal mit einem. Ach, springen kann ich hier nicht. Warum nicht? Ihr seid doch Penner. Kann ich von da hinten springen? Würde keinen Sinn machen. Ach so, ich muss mit Anlauf. Hä? Da oben liegt was? Ein Schlüssel! Ja, der rote Schlüssel! Der rote Schlüssel für den. Okay, cool. Ich weiß, wo das hinführt. Ich muss die Kiste hier raufschieben. Aber was öffnet sich dann? Ach so, und das hier ist der Bereich, der wieder runterführt zum. Zum Midi-Pack. Ist da eine Leiter? Es muss eine Leiter da sein. So, wie muss ich das jetzt machen? Ziehen, ziehen und dann passt. Okay, super. Wir haben den roten Schlüssel. Ich will noch wissen, wie der heißt. Werden wir mal gleich gucken. So, weiter. Oh, ach, das ist auch so eine Plattform. Ja, ich muss ihn auf die andere schieben. Das ist ganz eindeutig. Oder ziehen, wie auch immer. Hey, zieh mal, Lara. So, ich werde nach dieser Szene abspeichern, weil ich habe keine Lust, wenn ich wegen irgendwas Komischem sterbe. Okay, der Boden da ist relativ safe. Save. Gut. So, jetzt einmal schieben. Dann wieder ziehen. Aber das ist nicht schlecht, so dieses typische von ganz nach unten nach ganz oben klettern. War, ist ganz cool. Kam im alten Tomb Raider, also im Tomb Raider 2. Das nehme ich jetzt mal als Vergleichswert. Das kam da nicht so häufig vor. Um ehrlich zu sein, gar nicht eigentlich. Ich meine, man hatte diese Federplattform, diese, wo man so krass hochspringt aus dem Level Eispalast zum Beispiel. Aber, ja. So, noch einmal und dann müsste sich unten irgendwas öffnen. Ich denke mal, die normale Tür, wo wir reingekommen sind. Also, ich denke mal, was anderes macht. Oh nein, da muss ich ja wieder runter. Oh Gott. Runter ist ja fast. Vielleicht ist dafür diese Plattform da, dass ich leichter runterkomme. Ja, das kann gut sein. Das werde ich ja jetzt sehen. Mal gucken, was jetzt erstmal passiert. Hören wir mal, ob eine Tür aufgeht. Ja. Oh ja, wie nett. Jetzt sind da zwei Typen. Okay, die Uzis werden gleich mal gebraucht. Das wird nicht leicht, denn ich muss erstens sicher runterkommen und dann gleich den Kampf bestreiten gegen die blöden Typen. So, ich versuche jetzt erstmal hier runterzukommen. Hä, warum sollte ich? Da ist doch keine Leiter. Ich muss anders runter. So. Was? Ach so, ich komme hier so gar nicht mehr runter. Was? Ich muss jetzt Schaden nehmen? Ich muss jetzt Schaden nehmen? Ernsthaft? Weil eine Leiter habe ich da jetzt nicht gesehen. Solche Penner, ey. Alter. Ja gut. Das mussten wir anscheinend jetzt machen. Weil anders war Lara zu klein. Oh Gott, ich hasse es, bei sowas runterzuspringen. Oh nein. Naja, müssen wir machen. Bringt ja nichts. So, hier können wir, glaube ich, so runter. Ja. Das Blöde ist halt, ich muss mich halt trotzdem ein bisschen beeilen, weil die Typen da lauern. Aber vielleicht habe ich ja Glück und die Mönche greifen an. Die Mönche sind verbunden direkt. Mit den beiden Typen. Oh Gott, ich darf hier nicht so lang stehen. Jetzt springen wir mal da hinten rüber. Das schafft Lara locker. Okay. Hier kommt Lara auch hin. Ich sollte mal auf die Uzis wechseln. Die sind jetzt wichtig. 800 Schuss, das ist eine Menge. Wie sieht's aus? Ja, sind schon so gut wie unten. Ich meine, wir können uns jetzt runterfallen lassen. Und? Wo sind die denn? Ich speichere. Wir sind unten angekommen. Haben den. Ich habe den Schlüssel noch nicht nachgeguckt. Das ist der Outdoor Key. Okay, es geht anscheinend nach draußen. Gefällt mir. Ah, Mönche, vielen.
Nein. Die zwei Mönche, die haben das Ganze übernommen. Da bin ich sehr froh drüber. Ja, aber. Ja, lasst euch nicht von denen. Die haben nichts dabei, solche Schwuchteln. Okay, vielen Dank, Mönche. Sehr nett. Ihr seid nicht verreckt. Nicht so wie in meinen alten Let's Play und vorhin, wo die Mönche einfach nur so verreckt sind, wie die Fliegen. Die Mönche haben ihre Stärke bewiesen. Vielen Dank. So, Outdoor Key. Ich denke mal, der kommt hier rein. Jawohl. Schön farblich untermauert. Oh ja. Ja, gut, Verschwendung ein bisschen, aber kann ich ja die auch mal benutzen. So, was haben wir hier? Ein Schalter. Was macht der? Wir gucken uns erstmal jetzt so um. Das sind Flammentöpfe. Ich nenne die mal so, da kommen Flammen raus. Ich weiß nur nicht wann. Was ist hier? Was liegt hier? Nein! Och Mann, ihr seid blöd. Ach du Scheiße. Das geht jetzt los, oder? Kann man das kaputt machen? Nee. Oh shit, Mann. Kreise des Todes plus Feuer. Das ist einfach die ultimative Falle. Und die Tür da oben wird. Moment, hier ist auch noch was. Die Tür da oben wird wohl aufgehen. Das nehme ich mal an. Ist hier noch was? Uzi-Munition, perfekt. Ich frage mich, wo die Schrotflinte ist. Ich habe keine Ahnung. Okay, Entschuldigung dafür. Hier ist ja nichts, ne? Da hinten ist. Moment mal, Moment mal. Das da hinten ist eine Sprungplattform. Die habe ich ja vorhin erwähnt. Wie will man denn da. Oh Gott. Och, Lara, geh doch dahin. Lara kommt nicht rüber. Doch. Ich darf da nicht drauf, sonst ist es mein Tod. Sonst wird Lara unendlich lang springen. Was? Was war das? Eine feurige Überraschung. Okay, das heißt dann, Lara wird bei Berührung in Flammen aufgehen. Ach Mist. Ja, die Teile, das brennt. Das brennt. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Uha. Okay, wie mache ich jetzt den Sprung? Anlauf ist schwierig. Ich sehe nichts. Perfekt. Gut, Lara. Ah, Mönchstrommel. Ist es, heißt die auch Mönchstrommel? Warum sollte man? Egal. Mönchstrommel, 2 von 3. Jetzt muss ich da wieder zurück. Geht das nicht auch mit einem Seitwärtssprung? Ja, Lara, ist Feuer und Flamme für diese Falle. Meine Güte. Moment, ich habe eine andere Idee. Wie wäre es mit einem Rückwärtssprung eigentlich? Oh ja. Es gibt ja diesen Trick, dass du kurz schleichst und dann kannst du rennen. Perfekt. Okay, gut. Vielen Dank, Lara. Und jetzt müssen wir diesen Knopf drücken und dann geht die Party hier los. Oh, Mann. Sind wir in einem Vergnügungspark? Vergnügungspark des Todes vielleicht? Eieiei. Okay, was haben wir da wieder für einen Spaß? Ja, das dachte ich mir. Und jetzt geht hier der Spaß los. Die Flammen gehen wahrscheinlich auch an. Oh nein, tatsächlich nicht. Das soll wohl dann nur so sein, dass man. Verdammt! Ich hatte halt versucht, kontinuierlich zu springen. Das heißt, dass ich. Bin ich drüben? Nee. Kontinuierlich zu springen. Das heißt, ich springe über die erste schnell und dann über die zweite schnell. Aber die zweite war dann schon da. Das ist ein Problem. Komm! Oh, fast! Okay, ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht, wenn die hintere nach links gegangen ist. Jetzt warte ich mal, bis die hintere nach rechts gegangen ist. Ich denke mal, das ist leichter.
Aber ich meine, der Rhythmus muss ja irgendwie schaffbar sein. Nein, kann ich hier stehen? Oder sterbe ich? Lara kann hier stehen, das ist gut. Okay, Lara kann da stehen. Das macht's viel leichter. Yay! Was ist das für ein Raum? Der Schlüssel! Der Schlüssel von der Kuh bewacht. Das ist der Schlüssel für diesen Raum im, im Anfangsbereich. Das ist der, der Sewer Key, der Abwasserschlüssel. Also der, ja, Abwasserkanalschlüssel. Och nein, jetzt haben sie das Feuer angemacht. Oh, und jetzt kann ich noch nicht mal, jetzt kann ich ja noch nicht mal da stehen, sonst werde ich verbrannt. Oh, was soll denn das? Müssen das die Mönche immer machen? Okay, ich probiere mal was. Hat jemand Wasser? Nee, bis zum Wasser dauert es zu lange. Ich muss das schaffen. Okay, ich denke mal, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Komm! Ja! Das war leichter, als ich dachte. Der Trick war, also so habe ich das jetzt... Ist hier irgendwas? Hä? Muss da hinten? Nichts. Okay. Der Trick war, also so nehme ich das an, dass du einfach quasi über die erste springst und dann landest du genau so, dass du gleich weiterspringen kannst. Und dann musst du nur auf dem hinteren Roller achten. So. Wir haben den Abwasserschlüssel. Ich denke mal im Abwasser... Moment, ich habe doch eine Abkürzung. Ich denke mal im Abwasserkanal werde ich die letzte Monk Drum finden. Und dann können wir in diesen... in den nächsten Bereich. Und ich denke mal, dann ist da auch das Ende des Levels. Also ich hab's... Ich vermute es. Sicher bin ich mir nicht. Auf jeden Fall gut strukturiert das Level. Die Rätsel sind teils knifflig, aber nicht unlösbar. Manchmal auch... hilft der Zufall mit. Wie zum Beispiel, dass ich dahinter die Dinger gekommen... Also kommen konnte hier. Weil das ist auch so ein bisschen... Man hätte hier so ein... So Löcher machen müssen, sodass man sehen konnte... Aha, da kann man wohl durch... Okay, jetzt müssen wir... Ich weiß, wo wir hin müssen. Wir müssen uns jetzt hier wieder rechts halten. Dann kommen wir nämlich zum Abwasserraum. Und jetzt warten wir erstmal auf das Teil. Da ist es ja schon. Und zack. So. Orientierung habe ich behalten. Das ist gut, denn hier ist nun der Abwasserkanal. Das muss er sein. Das kann er nur sein. Ja. Da werden wir wohl die letzte Mönchstrommel finden. Aber warum ist eine Mönchstrommel im Abwasser? Was mir auch noch fehlt, es gab noch im Bereich... Moment, ich habe falsch gespeichert. Ich wollte... Was, wir spielen schon 50 Minuten dieses Level? Ja, das ist aber auch riesig, das Level. Wir hatten noch so eine Klappe im Wasser drin. Erinnert ihr euch noch? Hui! So. Oh nein, das sieht doch nach Fische aus. Und keine Goldfische. Oh, bitte nicht. Ich will nicht, ich will hier raus. Verdammt. Okay. Da sind so Tore. Das gefällt mir nicht. Lara, geh bitte raus dann. Gegner? Ach nee, schon wieder Kistenrätsel. Bitte nicht. Okay, kann ich nicht bewegen oder so. Gut. So, einmal nach hinten und nach vorne. Ach so, jetzt sind wir hier quasi im Zwischenbereich. Zwischen da oben und da. Da können wir laufen. Und jetzt? Ah, es geht noch weiter tiefer. Ach, jetzt sind wir hinter einem der Gitter. Oh Gott, was ist das? Ich hätte speichern sollen. Das sieht mir jetzt nicht mehr so nach Fische aus, sondern es sieht mir mehr so aus, als wenn mir hier gleich die Luft eher ausgehen würde. Wie viele Türen sind denn hier? Hier ist nichts.
Ich kann hier Luft holen, das ist gut. Ah, ja, hier ist die Klappe. Perfekt. Erinnert ihr euch noch? Super. So, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt weiß ich nicht, woher ich gekommen bin. Oh, da hinten ist die letzte Mönchstrommel. Oh, die letzte Mönchstrommel. Geil. Ey, wenn jetzt hinter mir was auftaucht, ne, ich erschrecke mich so sehr. Nicht, okay. Wir nehmen die Abkürzung. Wir gehen da hoch. Dann kommen wir nämlich schneller wieder in den Raum zurück und müssen wieder nicht ewig schwimmen. Ich dachte, der packt hier ein Hai rein. Der Typ, der das erstellt hat. Ich dachte es. Aber habe ich mich wohl geirrt. Ja. Glücklicherweise hat er hier nicht ein Hai reingemacht. Es wäre auch sehr fies, aber auf der anderen Seite wäre das auch nicht so schlimm gewesen. Oh, ich sollte Luft holen. So. Und runter, das reicht, Lara. Jetzt kommen wir ja wieder in den einen Raum, wo oben dieses Feuerchen ist. Das Feuerchen. Und dann können wir in den wohl letzten Raum dieses Levels, ich nehme mal schwer an, dass das Ende des Levels dann ist. Oder die machen noch einen Endboss rein. Wer weiß das schon. Ich sage immer die. Dabei hat es vielleicht nur einer erstellt. Auf jeden Fall Respekt dazu. Was ist dahinter? Kann man das zerschießen? Nee. Nun gut. Soll uns nicht stören. Wir gehen unseren Weg weiter. Oh. Ja, wie komme ich jetzt dahinter? Ach so, einfach durchlaufen. Ja. Yeah. So, jetzt bin ich wieder in dem Raum. Hallo. Die Leichen hier schön auf dem Weg gepflastert. So, gut speichern. Wir haben die letzten beiden Mönchstrommeln. Freut mich. Und jetzt können wir hier hinten. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wie die da rollen. Oh Gott! Das war knapp. Okay, perfekt. Oh Gott! Den anderen habe ich vergessen, aber wir sind drin. So, jetzt bin ich gespannt. Ich packe die Uzis aus. Denn wer weiß, was jetzt kommt für ein Hypergegner. So, wir haben rechts schon eine eingesetzt. Jetzt fehlen uns noch links welche. Also die Struktur des Levels, die ist wirklich sauber. Man weiß genau, was man zu tun hat. Dann kommt wieder dieser Moment, wo man denkt, was passiert jetzt? Habt ihr das gesehen? Da hat sich eine Tür geöffnet. Ich weiß, wo diese Tür ist. Da ist hundertprozentig ein Secret drin. Wir müssen jetzt in den einen Bereich rein, wo wir. Da mit dem Feuer, mit dem Feuer und so. Da ist hundertprozentig ein Secret, ich sag's euch. Und was kommt jetzt? Was öffnet sich denn jetzt insgesamt? Und? Hä? Und wo ist das? Okay. Auf zur Türensuche. Kann leider nicht sagen, wo. Kommt hier jetzt nicht ein Ding durch? Okay, wir haben zwei Türen geöffnet. Die letzte Tür, die wir gesehen haben, die war wohl ein. Ach, was mache ich denn? Ja, war dumm. Die letzte Tür, die wir gesehen haben, das war die Haupttür, wo wir durch müssen. Die andere Tür war wohl ein Secret. Deswegen werde ich erst das Secret holen. Jetzt will ich erstmal hier wieder raus. Lasst mich raus. Ah, perfekt. Gut. So, jetzt müssen wir erstmal wieder in den Bereich vorhin rein. Ich habe auch leider keine Ahnung, wo diese andere Tür war. Moment, ich kann die Abkürzung gehen zum zweiten Bereich. Wo war die andere Tür? Werde ich schon finden. Aber wo ist diese Haupttür? Die war irgendwo da, wo so ein langes Teil an der Decke hing. Du warst da hinten. Da, genau das da. Hier, diese Teile. Aber da habe ich keine Ahnung, wo könnte denn. Da ist das. Dann gehe ich jetzt mal. Moment, was war nochmal hier hinten? Ich will zu diesem Feuerdings, aber wie komme ich da nochmal hin? Hier war ich halt auch noch nicht, ne? Oh, wie riesig ist das? Wo war nochmal die Abkürzung für den Raum? Ach so, der Schlüssel, genau.
Der Schlödel. Dann kommen wir in den Raum rein. Ja, genau. War das nicht hier? Ja, hier hinten, oder? Ja, wusste ich's doch. Ach so, die haben beide Türen geöffnet. Das war die Tür in der ersten Cutscene und das in der zweiten. Perfekt. Da hinten liegt Muni. Das heißt für mich, speichern. Okay, Rätsel verstanden. Oh oh. Schaut mal da oben. Habt ihr es gesehen? Da. Da. Oben im Fenster. In der Mitte die zweite von links, die Kachel. Der Seraph. Was, wieso denn den Seraph? Der macht doch keinen Sinn. Ich hab so viel Angst. Alter, wie viele Mönche sind denn hier? Was war das für ein Geräusch? Mönche, was wollt ihr denn mit diesem unsichtbaren Feuer? Da sind... Aber was war das für ein Geräusch? Hört nochmal zu, nicht... Jetzt das da, Moment. Das da! Ach, die ist wieder zugegangen. Und was soll ich machen? Hä? Ach so. Ach so, jetzt da hinten das öffnen. Hier kommen jetzt sau viele Gegner raus. Das ist... Da öffnen sich jetzt hier wahrscheinlich alle Türen. Also damit rechne ich. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber ich muss wieder ganz nach oben. Ich weiß es nicht, aber es macht Sinn. Oh Gott, jetzt wird's krass. Lasst mich! Was? Ja. Hätte man es besser lösen können? Mit Stein habe ich nicht gerechnet. Ah, hier kann man jetzt auch durch. Und was ist hier drin? Ein Weg nach unten? Lustig, Freunde. Was? Oh, da muss man beide gleichzeitig nehmen. Scheiße! Boah, Alter, ey. Also diese Mönche wissen, wie man Extremparcours herstellt. Ah, jetzt kann ich das nochmal machen. Ach Mann, ich wollte... Ah, scheiße. Da muss man rüberspringen, ja. So wie ich es gemacht habe, war es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ah, krass. Wie habe ich das denn geschafft? Oh ja, lustig. Speichern. Komm, wir können doch unbegrenzt speichern. Wieso nicht nutzen? Puh. Meine Güte, ey. Und? Perfekt. Oh. Muss ich hier den Seraph einsetzen? Würde Sinn machen, aber ich habe keine Einsatzplattform. Da unten sind... Was ist das denn? Das wird hundertprozentig Lava darstellen sollen. So wie Laras Schuhe. Deswegen heißt es ja auch Lavas Schuhe. Laras. Lava, Lara. Was ist hier oben? Was? Wie komme ich da runter? Also ich hätte eine Idee. Die sollte eigentlich klappen. Wenn man nämlich an eine Wand springt und dann so tut, als wenn man sich festhält, dann geht man die Kachel quasi ein bisschen entlang. Ja. Wie ich es halt wusste. Okay, wir kriegen Fackeln, Medipack und Uzi-Muni. Die Uzi lasse ich erstmal ausgerüstet, weil... Ich glaube, da passiert gleich irgendwas. Wo muss ich denn hin? Oh Gott. Ein ganz ekliger Diagonalsprung. Lara, nicht brennen, bitte. Das mache ich am besten... Das muss ich von hier machen, oder? Ja. Sammeln wir erstmal wieder die ganzen Munis da ein.
Beziehungsweise die ganzen Vorräte. Wir haben zwei. Wir kriegen diesmal zwei Magazine. Oder zweimal zwei, wie auch immer. Ganz interessant. Moment mal, komme ich denn überhaupt zurück? Ich muss. Och, Lara. Ich speichere, wenn ich alle eingesammelt habe. Oder warte mal, muss ich alle einsammeln? Irgendwie ja nicht, ne? Nee, ich scheiß drauf. Es ist mir jetzt wirklich egal, weil das bisschen Muni da... Ich hab ja... Ich hab 1000 Schuss. Ich bitte euch. Für ein Custom-Level. 1000 Schuss. Auf einmal wird es so ein 10-Stunden-Level und ich bin voll. Was? Was? Die machen tatsächlich sowas. Ach, was mache ich denn? Leute, die machen sowas. Anscheinend gibt es Plattformen, die nicht brennbar sind. Jetzt für mich die Frage, wie soll man erkennen, welche denn nicht brennbar ist? Okay, also wir haben auf jeden Fall den Seraphen in Sichtweite, das freut mich. Was mich nicht freut, er wird von flammenden Wächtern bewacht. Was? Da unten sind Gegner. Oh, da hinten meine ich. Oh, was? Was machen die denn da? Naja, die wollen auch den Seraph, das steht fest. Ihr Penner. Also mit denen habe ich jetzt nicht gerechnet. So, jetzt für mich die Frage. Wie komme ich da hin? Ah, ich weiß es. Seht ihr die drei? Die sind andersrum. Das Muster. Das Muster. Das ist cool. Das gefällt mir. Das ist super. Das Muster ist anders. Oh fuck, jetzt muss ich so einen blöden Sprung machen. Och Mann. Ja, ich weiß, wie es geht. Gut, die Gegner sind tot, das ist in Ordnung. Kann ich denn nicht gleich schon? Nee. Ich weiß, wie ich es mache, kein Problem. Ich mache wieder den G-Sprung, den G-Punkt. So, der Seraph. Hallo, Seraph, lang ist's her. Schönes Teil. Wir setzen es gleich hier ein. Und dann öffnet sich wohl diese Luke vor diesem Tor, oder? Hä? Was? Hört ihr das? Hört ihr das? Dieses... Das sind diese Säcke. Diese Handsäcke. Handsäcke? Nein, diese Dingssäcke da. Oh Mann. Okay, die Frage ist, wie komme ich denn jetzt zurück? Da unten, die Klappe hat sich geöffnet, genau. Ich denke mal, das mache ich mit so einem Sprung. Ja, hat mir jetzt ein bisschen gekostet, aber das ist nicht schlimm. So, hier runter können wir doch, glaube ich, ohne... Ja. So, Lara. Da speichere ich. Mal gucken, was da jetzt passiert. Ich werde auch mal ein Medipack nehmen. Ein kleines. Ja, wusste ich's doch. Stachelkeulensäcke. Moment mal. Kann man überhaupt vorbei? Ja, kann man vorbei. Oh Gott! Oh, kein Schaden! Hier ist nur ein Medipack, okay. Oh! Das war's! The Seraph Monastery, 1:01. Wir haben ein Secret von, ich denke mal, 3 gefunden. Und wenn ich jetzt mir mal das überlege, habe ich keine Ahnung, wo die anderen sein könnten. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Tore gesehen, wo die verschlossen waren. Kann gut sein, dass sich ein paar im Laufe der Zeit geöffnet haben. Auf jeden Fall, wir haben es geschafft! Oh, und das nächste Level. Meine Uzis habe ich hoffentlich noch. Jawohl. Wir speichern, das nächste Level heißt... Und? The Eye of Horus. Ach du Scheiße. Lara, in was hast du dich eingemischt? Wir gehen mal ein bisschen. Da hinten sehe ich die Automatics. Aha. Ey, wenn der jetzt hier neue Gegnertypen reinpackt, ne? Aha. Wir gehen ein Stück. Das wird wohl ein sehr dunkler Abschnitt. Oh nein, ich will nicht. Aha. Was macht der jetzt? Okay. Aha.
Das ist alles sehr mystisch. Okay, ich belasse es dabei. In der nächsten Folge, also das Level The Eye of Horus, das Auge des Horus. Also vom Seraphen geht's nun tiefer rein und das Auge des Horus. Oh je. Und er hat anscheinend hier ein paar Plattformen verzaubert. Okay, also wird nicht leicht. Ich bin schon sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Okay, puh, das ist jetzt krass. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge vom Tomb Raider Custom Level The Way of Relic beim Auge des Horus. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, Leute!